Ey, Wahnsinn. Was geht? Wahnsinn. Legenden besagen, dass der Red Bull Zockt 100-Kanal wieder live ist. Nach der Winterpause. Ja. Nicht wahr? Ich freue mich sehr, euch heute hier in unserem wunderbaren Setup begrüßen zu dürfen. Die Quizshow, die wir uns ausgedacht haben. Unser allererstes Red Bull Zockt 100 Event 2022. Aha, wie heißt das? Ja, wie heißt es denn? Das heißt Jeopardy. Warum denn? Weil wegen dem Emote Yep von Twitch, dem, weil wir streamen auf Twitch, Olli. Lustig, hast du dir das ausgedacht? Mhm. Smart. Ja, was ist der Red Bull Zockt 100 Kanal für die Leute, die keine Ahnung haben, wer wir sind? Ja, ich bin Philo. Ich bin der von Was rockst du heute? Wer bist du, Olli? Ich bin Olli und ich werde das ganze Ding heute moderieren. Und ich würde auch sagen, wir können an der Stelle einfach mal auch unsere Gäste mit ins Bild holen. Unbedingt. Papa Platte und Starlet Nova sind heute dabei. Was geht, wollt ihr reinkommen? Yo! Stell mir noch nicht gesehen. Nein, hallo. Hey, schön, dass du hier bist. Ey, du bist doch der von Was rockst du heute? Hey, du bist doch mit dem Song, oder? Ja, genau. Du. Nova, hey. Hallo. Kurze Frage. Warum steht das hier? Weil du der bist von dem Song. Ah, okay. Steht, na, perfekt. Ja, übelst cool hier zu sein. Ja, also, unangenehme Stille. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr Bock habt, vorbeizukommen. Wir können ja erstmal so introducen. Starlet Nova, ich freue mich, dass du hier bist. Wie hallo, geht's dir? Bist du gut hergekommen? Ja, doch. War nicht ein weiter Weg. Hey, Claps in Chat, oder wie man das auch immer sagt, oder? Ja, Mann, Alter. Ja, Mann, Philo, du sagst es, Mann. Hey, dickes Papa L in Chat. Oh, komm, hey, egal, ich bin der von dem Song, Mann. Gut, als nächstes haben wir ja den wohlbekannten Papa Platte hier. Willkommen, ich freue mich auch, dass du hier bist. Du bist ja von der Streaming-Legende zum Vlogstar. Oh Mann, Alter. Oh Mann, Olli, nee, Digga, Alter. Okay, es wird ein bisschen cringe, tut mir leid. Ihr müsst euch darauf einstellen. Also ja. Ich kann es euch einmal erklären, auch den Zuschauern, damit ihr es komplett versteht, was wir denn heute für schöne Fragen beantworten können. Und zwar ist es sozusagen ein umgekehrtes Quiz, eine umgekehrte Quiz-Show. Das heißt, die Kandidaten, also ihr, kriegt Antworten und müsst dann sozusagen die Fragen formulieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ein Twitch-Kanal, auf dem wöchentlich Red Bull Gaming-Formate stattfinden, dann sagt ihr... Red Bull zockt 100! Genau! Ich melde mich ja. Ich hab noch nicht fertig, aber... Aber ich melde mich ja. Okay. Das heißt, wir müssen immer antworten mit den zwei Wörtern, was ist. Damit fängt... Genau, okay. Was ist. Außer wenn ich sage, das ist jetzt eine Special-Frage und eine Schätzfrage, dann okay. Ist natürlich was anderes. Okay. Also angenommen, er hätte jetzt gerade nicht zugehört, mal kurz. Mhm. Ja. Könntest du es nochmal wiederholen? Felix, ja. Du hast das Ganze dir ja auch mit ausgedacht. Ja, eigentlich nur den Namen, aber ich bin dabei. worauf wollte ich hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass wir jetzt die erste Runde starten und dafür müssen wir erstmal herausfinden, wer denn von euch als erstes dann anfangen darf. Und dafür haben wir eine Schätzfrage, oh, okay. Die ihr gleich beantworten müsst. Und zwar ist diese Schätzfrage, ihr müsst einmal euch überlegen. Und zwar müsst ihr einmal schätzen, wie viele Follower insgesamt wir alle hier, also wir alle vier in dem Raum haben. Auf welchen Plattform? Insgesamt. Auf Twitch. Auf Twitch. Auf Twitch. Meine plus 200. Ey, okay, komm. Boah, das ist schön. Wie viele hast du? Wahrscheinlich sage ich dir das jetzt. Haben wir dafür unendlich Zeit? Ja, also du könntest quasi jetzt noch ein paar Stunden... Okay. Also du hast nicht googeln, das wäre doof. Nein, das mache ich nicht. Ich habe ja hier gar kein Google-Device. Boah. Ich weiß ungefähr, wie viele Viewer ihr habt, aber ich weiß nicht, wie viele Follower ich das... Ich habe gerade einen Meilenstein geknackt. Ja, daran habe ich mich orientiert. Hier okay. Werden die Tipps gespreadet. Endlich 50 Follower. Endlich Affiliate, let's go. Okay, ich habe was. So, habt ihr alle? Ja. Fuck, Alter. Boah, ich hoffe, ich bin nicht übertrieben oft. 3, 2, 1, go. Post 23 Link. Millionen. Nein. Chill mal. Ah, 2,3 Millionen. Okay. Ich habe 1,9 Millionen. Ich habe 2,03 Millionen. Ja, okay, Digga. Kevin, ja. Das ist am nächsten. Ja, Kevin. Dustin aus der Regie mit der Pizza im Mund hat gerade gesagt, ich habe den Punkt geholt. Let's go. Danke, Dustin. An der Stelle, Tom. Also ich habe insgesamt 1.691.394. Also okay, let's go. 1,6 nice. Also Millionen. Alright, Freunde. Das heißt, Kevin darf anfangen. Ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt gewonnen habe, hat nicht so viel gebracht. Nein, gar nichts. Gar nichts. Genau. Das heißt, das, was Kevin auch so, ihr dürft alle buzzern, sobald Kevin ausgesucht hat und die Frage gestellt wurde. Ja, okay. Was könnt ihr tendenziell eher nicht? Wo seid ihr gut, wo seid ihr nicht gut? Das sage ich dir nicht. Ah, das okay. Board, wie schön. Okay. Anime ist eine Anime-Sektion. Oh, Jungs. Oh, Bro, Anime. Also, es gibt 5 Kategorien. Nee. Einmal gibt Dreamer, Anime, Stadt, Land, E-Sport und Grundschule. Okay. Das heißt... Junge, du Opfer. E-Sport 300. Nee. E-Sport 500, Digga. Ich hätte ganz gerne Grundschule 300. Boah. Grundschule 300. Seid ihr ready? Ja. Das Ergebnis von 3 plus 2 mal 2 ist? 9. Nein, leider nicht.
3 plus 2, oh nein, ich hab 3 plus 3. Ich hab nicht zugehört, ich fucking Idiot. Oh nein. Kann man Minuspunkte bekommen? Ja. Also weniger als 0? Ja. Oh ja. Mein das Gott, heißt, Digga, ich minus hab nicht 300 zugehört. Grundschulwissen, die Antwort wäre, was ist 7 gewesen? Aber, ach so, aber so, oh mein Gott, ich habe alles falsch gemacht. Ja, ja. Ich nehme E-Sports 500. Boah, okay. Was ein echter Gamer. Rasmus Winter, Midlaner für das LoL-Team von G2, ist unter diesem Namen bekannt. Ich gebe ja keine Tipps, finde ich immer schwierig. Wir haben keine Tipps mit dem G2-Team mal was gemacht. Ja. Das macht es noch trauriger oh gerade. Oh, wie unangenehm jetzt. Aber nicht im League-Team. Ja, ich muss. Ich würde sagen. Keine Ahnung, ich muss guessen. Sag irgendwas. Ja, ich sag Rasmus und ein großes L. Rasmus. Oder ein großes N, ein großes N. Rasmussen. Das ist leider falsch. Ja, die richtige Antwort wäre Caps. Wer ist Caps? Ja, Bruder. Komm, ich denke, ich sehe schon den ganzen Chat an und schreibe, oh mein Gott, wie los. Wie kann man das denn wissen? Ich bin den ganzen Tag League of Legends. Ich will immer mitlehnen, hallo. Frage aus. Ja, ich dachte, ich bin krass, aber bin's nicht. Nur, was möchtest du gerne für eine Kategorie wählen? Okay, doch, da ist safe was dabei, was wir auch wissen können. Bist du im Anime-Game? Ja, nicht so ganz. Ich auch so ein bisschen nur. In dieser Kultserie suchen die Protagonisten nach 7 Kugeln, die einem fast jeden Wunsch erfüllen können. Was ist Dragon Ball Z? Yo, Kevin hat sich damit die 100 Punkte gesichert in der Kategorie Anime. Herzlichen Glückwunsch, Kevin. Aber ist Dragon Ball Z richtig? Oder suchen die in allen Dragon das Ball? Das habe ich nämlich jetzt auch gerade gedacht. Es geht ja. Es wäre einfach nur, was ist Dragon Ball? Oh, da haten jetzt alle. Wurde in Dragon Ball Z auch danach gesucht? Mann, das ist doch falsch. Mann, ich bin sauer. Ja, gut. Keine Ahnung. Ich glaube, es wurden überall nach 8 oder 7 Bällen gesucht. In jedem Ding. Bällen. Wir gehen weiter. Ich sehe uns bei Stadtland 200. Stadtland 200 ist eingeloggt. Okay, was ist jetzt nun? Die Hauptstadt der Schweiz. Was ist Zürich? Falsch! Oh nein, es ist nicht Zürich. Oh. Es ist tatsächlich Bern gewesen. Ach, Scheiße. Bern. Lieber? Ich nehme Streamer 100. Streamer 100. Oh Mann, mach doch nicht oh, so. Mann, ich will, ihr Felix. Seid ready. Die Antwort ist blauhaariger Zerstörer. Junge, wer ist Rezo? Yeah! Hey. Suchen wir den Twitch-Handle. Wir suchen, wer ist Rezo? Plus 100 Punkte für Kevin. Nice, let's go. Da würde ich dann jetzt einfach mal Streamer 200 nehmen. Streamer 200. Man hört gleich, dass du aus Hamburg kommst. Streamer 200 für Nova. Korrekt. Seid ihr ready zum Buzzern? Ja. Die letzten 3 Hauptvideos. Oh, ja! Wer ist Julian Bam? Ist nicht richtig. Ja, doch, wer ist Julian Bam? Hä? Das ist ja so, liefert das ab ist so scheiße. Wie schnell drückst du das denn? Will ich nicht. Wir nehmen mal Grundschule 200. Alright. Grundschule 200 ist eingeloggt und die Frage für Grundschule 200 ist eine Zahl, die nur 2 Teile hat. Warte, eine Zahl, die nur 2 Teile hat, 1 und sich selbst. Was ist eine Primzahl? Das ist richtig. Nice, let's go. Mathe Mann. Hey, start from the bottom. Ja im Minus. Ja, ich bin ach, dann im Minus. Hab ich dann, ach komm Leute. Nichts Neues, Nova. Ich nehme Streamer 500. Oh. Er geht wieder rein mit den 500, er ist 500 im Minus, er geht wieder rein. Ja, dieser Tipp bei der Frage, 500 Streamer ist einfach nur 7. Nova. Fritz Meinecke. Oh mein Gott, Digga! Ich hab's gar nicht geraten. Oh mein Gott. Ich dachte so, hä? 7 und wild? Bro, wer? Ich hab so an die Jahre wilden alt. Kerle gedacht und so. 7 Jahre alt und wild? Fritz ich dachte gerade auch irgendwie an Slots irgendwie. 7 stark, und Nova, wild. Stark. Let's go. 500 Punkte auf deinem Konto. So, let's go. Ja, das ist doch scheiße. Sehr, wieder. Sehr stark. Sehr, sehr das ist stark. Doch wieder das ist so frech, wirklich. Ich nehme E-Sport 100. Ja, okay. E-Sport 100, alright. Seid ihr ready zum Buzzern? Ja, klar. Ja. Dieser Taktik-Shooter ist bekannt für die ikonische Karte Dust 2. Kevin! Was ist Counter-Strike? Ja! Yeah. Hey. Ich hätte gern so ein Klatschen. Publikum. Heute noch gespielt. 60 Euro verloren. Nice. Bei was denn genau? Oh, nix. Okay. Nix. Ey, ich bin confident. Stadtland 300. Stadtland 300. Confident. 100. Zürich. Seid ihr den Joey? Seid ihr ready zum Buzzern? Ja. An der Stelle Stadtland 300. So, der größte Breitenkreis auf der Erde teilt die Erdkugel in eine nördliche. Kevin? Was ist der Äquator? Das ist true. Oh. Sehr gut, und damit gehen 300 Punkte auf Kevins Konto und er liegt nach 500 gleich mit Nova. Aber leider ist Philo an der Stelle minus 500. Ich weiß jetzt auch nicht so recht, aber gut. Ich nehme Streamer 400. Ich nehme Streamer 400. Streamer 400? Ja. Gut, das ist eine Frage, die spielt vielleicht sogar in deine Karten. Okay. Die Antwort
natürlich. Ja. Denn diese ist nicht mehr saftig. Gnu. Oh, ich muss dazu sagen, ich wusste nicht, dass saftiges Gnu sich umbenannt hat. Ich hab's einfach geraten. Hm. Macht es das besser? Nein. Okay, cool. Nein. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht reinscheißen. Oh, nein, ich nehme nicht. Anime 300. Dega Nova, warum denn, Alter? Ein Anime über eine Fußballmannschaft, die mit viel Leidenschaft ihre langanhaltende Strähne an Niederlagen bezwingen. Omega Kickers oder so heißen die. Nova? Super Kickers? Die Antwort wäre, was ist Kickers gewesen? Ach, oh mein Gott, die hieß einfach nur Kickers? Ich wusste es. Ja. Oh mein Gott. Ja, wahrscheinlich hättest du es gesagt, ja, oder? Omega Nein, hätte ich nicht. Das siehst du. Aber Omega Kickers war schon da dran. Wir machen mal die 100er weg, okay? Ach. Grundschule 100. Diese 3 Monate bilden die Jahreszeit bekannt als Winter. Was? 3 Monate bekannt als Winter. Bro. Oktober, November, Dezember? Das ist falsch. Ja. Das ist wahrscheinlich Dezember, Januar, Februar. Das ist richtig. Ja. Der zweite Guess wäre es gewesen. Hast du dich zu schnell unter Druck setzen lassen? Ja, scheiß Kevin. Minus 100 Punkte für Phil. Ja, aber ist nicht schlimm, du kannst dir die Minuspunkte noch leisten. Ach oh, nee, Digga, ist nicht. Mann, das ist so nice, ey. Ja, weißt du was, Kevin, ey, wirklich. Ey, Bro, es geht auch um Pluspunkte zu sammeln, Alter. Okay, ja, dann let's go, Felix, probier mal auszugleichen. Deine ja, 600. Ich gleich jetzt aus, komm. Grundschule 500. Anime 500. Ich nehme E-Sport 300. E-Sport 300? Ja, schlimmer kann es nicht mehr werden, glaube ich. Naja. Durch dieses Spiel ist der südkoreanische Spieler Faker bekannt geworden. Mann, nee, das ist Bullshit. Nein, 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 nein. League of Legends! League da fehlt was ich ist, da fehlt was Match. Ist, da fehlt ich was dachte, ich ist, League of Minuspunkte, Minuspunkte. Was ist das, Bro? Das ist Loser, so detailliert bei 300, das wäre ja, schon gut, echt geil. Hart. Kommt krass mit der Folge JoJo's, Bro. Ist tatsächlich 1200 Punkte. Ja, ich nehme E-Sport 400. Schlimmer Let's go! Okay, darf ich einen Call machen? Es kommt jetzt irgendwas über Fortnite. E-Sport 400, damit hast du krass gehittet, weil das ist die Red Bull-Frage und die bringt doppelt Punkte. Das heißt, wenn du heilige Mutter Maria diese Frage beantwortest, kriegst du 800 statt 400 Punkte. Das ist ziemlich nice. Das heißt, auch ihr alle in dem Falle. Und zwar handelt es sich hierbei um die Frage, der deutsche E-Sportler. Oh, nein, Bro, was? Ey, du kannst, ich lese nicht weiter vor. Zeig mir die Frage. Die gibt's nicht. Natürlich gibt's die. Nein, die gibt's nicht. Doch, ich mach mich schon mal safe. Jetzt zeig mir die Frage, Olli. Philo, das ist nicht dein Ernst. Was ist Gopi? Was ist Gopi? Wie bitte? Was ist Gopi? Nein, okay, warte, chill. Ich lese die Frage zu Ende durch. Okay. Der deutsche E-Sportler Gopi spielt in diesem Team. Oh. Was ist Gopi? Okay. Was ist, auch was doch ist, naja, was ist einfach so schlecht, wenn das zählt. International Gaming. Big. Also called Big. Ich weiß ja nicht. Also, ich meine, du hast ohne schon Frage, geantwortet. Nein, nein, ey, wenn der das macht, dann breche ich zusammen. Also, da wird er kommt ein Schütteln. True. Du kriegst auch... Nein, 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 nein. Du also hast die kam, Frage nicht gezeigt. Der kam von der Regie, ja. Du hast es falsch gemacht, Bro. Ach ja, ey, komm, das ist Dach. Aber wenn man vorher buzzert, bricht man auch die Frage nicht ab. Minus 1000 schmeckt auf jeden Fall, Bro. Das glaube ich einfach nicht. Da stand halt keine Frage auf dem Display. Okay, als nächstes ist Kevin dran. Let's go. Was möchtest du? Boah, dann nehmen wir Grundschule 400. Ihr dachtet alle. Debated. Oh, das ist die Red Bull-Frage. Jetzt kommt sie. Was ist Einschluss 1? In der Drei-Farben-Theorie bilden diese drei Farben die Grundfarben. Rot, grün, rot, grün, blau. Rot, grün, rot, grün, blau, Jesus Christ. Für die Zukunft, was ist rot, grün, blau? Aber oh, ja, das zählt. Was ist rot, grün, blau? Warte, das ist falsch, oder? Das ist falsch, ja. Du kannst dann darf ich ja nicht, Mann. Idiot. Ja, minus 400, Idiot. Ja, es ist gelb. Nee, rot, minus die gelb. Drei Farben. Rot, blau, gelb. Ja, Philo kann weiter entscheiden, wie er rauskommt aus der Schuldenhölle. Ich würde E-Sport 200 nehmen. E-Sport 200. Und ich lese vor, seid ihr ready? Ja. In diesem Battle Royale Titel wurde Superiosity ausgetragen. Oh. Ja, was ist Player Unknowns Battle Royale? Battleground, sorry. Nee! Ja, nee! Ja, das darf ich nicht zählen! Das darf nicht zählen! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ich kann PUBG, nicht! Ja, ich wollte eigentlich schon wieder nein, 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 nein! Er wollte zu cool hallo! Ey, ey, hallo! Nein, nein, nein! Ey, ich hatte kurz die kleinen Dreher drin! Löse es auf! Ja, es wäre die Antwort gewesen, was ist PUBG? Bro! Ja, nee, ist falsch! Ist falsch! Der Flexible! Ich würde schon sagen, entscheid du, Olli! Also...
Ich muss runter die Zahl. Paar Player ja, zieh mir Battle ab die Punkte. Royale. Ey, wenn ich gewinne, dann will ich richtig gewinnen. Ja. Zieh mir die Punkte ab. Ja. Alright. 400, nee, warte, minus 3. Nee, warte, du Hund. Du Red Bull Hund. Red Bull Hund, ey. Es war die 200-Frage. Minus 200 Punkte. Nee, bei Streamer? Nee, bei E-Sport. Streamer war 200, glaube ich. Bei E-Sport. Naja, ist immer noch viel mehr als Nova und sehr viel mehr als Philo. Ach so, okay. Gut. Let's go, Nova. Was hättest du gerne? Nova möchte Streamer 300. Streamer 300. Die Frage Streamer 300 lautet, oder ist es mal wieder nur ein Tipp? Südfrucht. RXN Mango? Oh mein Gott! Gen. Das ist falsch. Wer ist? Ja, also, Mango? Was hast du gesagt? RXN hast du gesagt, ja. Ne? Oh, das ist leider falsch. Mm. Es wäre, wer ist RV. R... Aber, ja, RVNX Mango gewesen. Oh, schade. Mm. Du kleiner. Oh, Mango. Das heißt, minus 300 Punkte für Nova. So knapp! Das war echt das heißt, knapp, wir sind bei minus 100 für Nova. Verdammte Scheiße, Alter! Es geht einfach nur ins Minus gerade, Leute, ihr müsst euch Mühe geben, was geht. Kevin, du bist der Nächste, der entscheiden darf, welche Kategorie ich gewinne. Tut mir leid. Grundschule 500. Ein Satzglied im vierten Fall mit der Frage, wen? Was ist ein Akkusativ? Das ist leider falsch. Oh, nee, was? Es wäre, was ist ein Akkusativobjekt gewesen? Oh, sorry, dann war es wieder meine Schuld, Alter. Dann war es deine in dem Fall wirklich, ja. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ja, Bro, Alter, das ist so dreist. Dann sieht das Ganze hier gar nicht mehr so schön aus, glaube ich. Aber? Ja, vor allem bei Philo. Ey, da möchte ich mich einmal kurz verteidigen. Ja. Er hat in deinen Satz reingebassert. Super frech, Olli. Ja, aber. Trotzdem eine Frage. Da stand trotzdem eine Frage. Was, nachdem er geantwortet hat? Die Regie sagt, nein, erst wenn sie ausgeübt ist, Olli, ne? Stadtland 100? Ich im Stadtland 100. Stadtland 100 wurde eingeloggt und die Frage lautet, diese Insel ist in Content-Creator-Kreisen durch den... Nein, das ist doch Schwachsinn. Noah? Madeira? Da fehlte was ist, Minuspunkte. Was ist Madeira? Du kriegst plus 100 Punkte. Hast du auch immer nicht gesagt und trotzdem... Aber da wurde es doch mal erwähnt, deswegen jetzt ist es so... Genau. Na, komm. Anime 200. Die Geschichte eines Ninja-Dorfes und... Naruto. Mmh, nein! Das ist tatsächlich falsch. Wäre der Punkt gewesen, dass man die Frage zu Ende mich vorlesen lässt? Boruto. Das ist die weiterfolgende Serie von Naruto. Oh, das kann doch nicht sein. Stadtland 400, bitte. Ein Denkmal aus den USA, bei dem die Köpfe von 4 US-Präsidenten in einem Berg gemeißelt wurden. Was ist Rushmore? Heißt es so? Was ist Mount Rushmore? Oh, Digga, das zieh doch aber bitte. Boah, da muss ich, da würde ich wahrscheinlich... Ich würde ihn gönnen. Ja, ich würde auch eher sagen... Ja, Rushmore. Aber warte, heißt das Denkmal Mount Rushmore? Heißt das so? Das Denkmal an sich heißt, glaube ich, Mount Rushmore. Ja, dann ist das schon relevant, das Mount. Oh mein Gott, wie er erst auf Tourette macht, Bro. Dann kannst du ja auch Zufriedensstatue Statue sagen. Freiheitsstatue. Ach so. Ja, Statue. Es ist Statue. Zufriedensstatue, oder? Freiheitsstatue. Bro. Die gute Friedensstatue. Ja, Bro. Ja, es ist die Statue. Ja, da fehlt zwar die Hälfte. Brandenburger Tor ist einfach Tor. Jo, Tor. Aber immerhin war Rushmore ein Sturm. Turm. Anime 400. Boss. Er geht einfach rein. Anime 400. Das habe ich schon eine Wahl. Ich lese vor. Ja. Ein Anime über eine Kochschule, in der alle Anliegen über Kochduelle entschieden werden können. Was ist Food Wars? Ja. Ja, das let's go. Oh mein Gott, ja. Ich habe das mal, auf Netflix richtig. Oder so gesehen. Ja. Und das sah so aus wie so Gordon Ramsay-Stuff oder so. Aber dann war das so ein Anime-Stuff. Boah, krass. Okay, nice. Dann haben wir noch, glaube ich, nur noch ein paar Fragen übrig. Ja. Zwei Stück und das sind die 500er-Fragen. Ich mache jetzt Anime 500, meine Lieben. Okay, dann fange ich an, die Frage vorzulesen. In diesem Anime kämpfen Schwertkämpfer mit Hilfe von Atemtechniken gegen übernatürliche Gegner. Nova? Jujutsu Kaisen? Ey, sag's noch leiser, dann hören das die Zuschauer gar nicht. Ich brauche, also die Antwort wäre, was ist Demon Slayer gewesen? Mhm. Das heißt, wir gehen hier 500 ins Minus. Kannst du so, als hättest du so Lebenspunkte verloren bei Yu-Gi-Oh! Wir haben eine letzte Frage übrig. Ja, was nehme ich da jetzt? Ja, ich nehme Standard 500. Okay, eingeloggt. Das kleinste Land der Welt. Was ist Swasiland? Die Antwort wäre, was ist der Vatikan gewesen? Ah, perfekt. Aber ist egal, weil die 500 Minuspunkte nehme ich, Freunde. Ach so. Aber wir sind ja erst in der ersten Runde, das heißt, hier ist ja noch nichts entschieden, Freunde. Wir gehen nämlich in eine Minigame, wo jetzt ihr einfach generell Punkte aufholen könnt. Und zwar so viele Punkte, dass ihr der nächstplatzierte seid in dem Falle. Also wenn du der Zweite bist, wirst du zum Ersten. Wenn du der Dritte wirst, wirst du zum Zweiten. Ich hab's absolut nicht gecheckt, Mann. Bei dem Minigame
handelt es sich um eine Schätzfrage. Das heißt, ihr könnt wieder eure Whiteboards rausholen. Okay, schätzen kann ich gut. Ich bin eigentlich raus, aber ich will trotzdem mitraten. Alright, alright, alright. Was glaubt ihr, ist der Weltrekord für das längste Luftanhalten unter Wasser? Alright. 3, 2, 1. Let's go. 10 Minuten und 37 Minuten. Stark. Näher dran ist so zu meinem Empfinden Felix, I guess, oder? Liege ich da richtig oder liege ich da falsch? Ach so, ja, stimmt. Die Lösung ist 24 Minuten und 33 Sekunden. Okay, krass. Strong. Bei Schätzfragen okay, ist Kevin am Start. Okay. 26 Minuten wäre dran gewesen. Aber Freunde, wir haben noch ein riesiges Board mit 9 Kategorien. Das heißt, alle Karten werden neu gemischt. Sogar neue Kategorien. Neue Kategorien, oh mein Gott. Freunde. Oh mein Gott. Also, die Kategorien sind Emotes, Tiere, Wer bin ich, Sport und Social Media. Hast jemand von euch so einen Sportarzt? Ja, guck mich doch mal an. Also nicht. Die Legende. Ich nehme Emotes 100. Oh ja, Emotes ist eine Emotes geile Kategorie. Emotes 100. Ja. Ist das jetzt so ein Schatten? So ein Silhouette quermäßig? Oder? Das ist richtig. Boah, geil. Ah, okay, also müssen wir auf den Bildschirm gucken. Let's go. Feels okay, man. Scheiße, das ist falsch. Das ist sowas von falsch. Das ist falsch. Aber kann ich jetzt nicht mich retten? Kann sich leider nicht retten. Aber es wäre, was ist, meine Karten sind falsch, aber wie heißt er denn nochmal? Monka S. Jetzt S. Ah. Monka S? Ja, Monka S. Ja, Digga, wieder alles Monka sauer, ey. Bei mir steht hier einfach was komplett Falsches auf meiner Karteikarte. Tut mir leid, Chat. Ich nehme mal so meine ganz entspannte Social Media 100, ne? Eine Social Media 100, das gebe ich dir gerne. Ja, ein Delay einfach mit dabei heute. Dieses Symbol dient der Auffindbarkeit von Inhalten im sozialen Netzwerken und wird alternativ als Raute... Was ist ein Hashtag? Das stimmt. Und damit gehen die 100 Punkte an dich. Let's go! Woo! Krank, Mann. Nice, nice, nice. Strong. Stop. 200 sogar. Ey. Boah, stimmt, das tust du ja jetzt doppelt rein. Ja, Mann. Das Philo erst, das ist so unglaublich dreist. Ja. Wer bin ich? 300. Oh! Oh! Oh. Wer bin ich? Oh Mann, Alter, wir 100. Sind so crazy. Bei dieser Kategorie handelt es sich um Schauspieler, Freunde. Schauspieler. Ja. Boah, das hätte ich vorher wissen müssen, Alter. WTF. Ich kenne gar keine Schauspieler. Easter Egg. Auf jeden Fall geht es hier darum, ich werde euch... Angenommen ist es jetzt Spider-Man oder so. Wer würde Spider-Man gelten? Oder müssten wir Patrick Downey Jr. sagen? Oder den. Das weiß ich nicht. Tom Holland war, glaube ich. Aber du musst den Namen des Schauspielers sagen. Okay. Ist alles Patrick, in Ordnung, Nova? Patrick Downey Jr. Man kennt ihn als Spider-Man. Wer bin ich 300 ist... Piraten, Barbier, Hutmacher mit Scherenhänden. Nur. Das ist Johnny Depp. Ja. Johnny Depp wäre die richtige Antwort, genau. Dafür, dass wer ist, Minuspunkte. Das heißt plus 600 Punkte. Boah, wie, das ist so krass, diese doppelte Runde ist ja krass. Ja, ja. Ich nehme Emotes 200. Ja, das heißt, seid ihr ready, weil dann kommt die Einblendung. Ja, ready. Was ist Wordface einfach? Aus der Regie mir die Antwort geben, weil ich habe keine Karte. Das weißt du nicht? Doch, das weiß ich. Ich muss mich kurz mal löschen. Aber das ist richtig. Das heißt, die 200 Punkte, die 400 Punkte gehen an Kevin. Kevlon. Let's go. Wer bin ich 200? Wer bin ich 200? Dschungelrettungsschwimmer, Demigott, der schnelle Autos mag. Wer ist The Rock? Wer ist The Rock? Ich würde The Rock gelten lassen, theoretisch, dass ich. Also es wäre, wer ist Dwayne The Rock Johnson? Okay. Naja. Naja. Aber man kennt ihn als also, The Rock. Weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen, das ist schon eine Sache, die man gelten also lassen kann. Vorhin gegen Player Unknowns Battle Royale nicht durch. Aber The Rock. Ja, hallo, ich habe mir nicht versprochen. Es ist ja genauso wie wenn man sagt, wer ist Papa Platte? Ja, aber er heißt eigentlich. Es ist ein Akkusativobjekt. Signifikantes gefehlt. Ja, ich persönlich würde sagen, okay. die Punkte gehen an dich. Schwieriges Denglisch, tut mir leid. Player Battle anrufen. Sehr, sehr schwierig. Player Battle. Underground. Oh, okay. Wenn ich jetzt Sport oder Tiere nehme, passiert dann irgendwas Cooles wie bei Emotes oder wer bin ich? Ich darf es nicht sagen, aber es passiert auf jeden Fall noch was Cooles. Okay, dann nehme ich Tiere 200. Boah, wisst ihr, was jetzt krass wäre? Wenn ihr jetzt hier hinter so 5 verschiedene Tiere hättet und jetzt kommt so ein Löwe rein und wir müssen so, egal. Der Namensgeber eines beliebten Disney-Films von 2003 gehört dieser Fischart an. Ich bin komplett lost. Clown. Ich bin komplett. Kevin, Clown? Was ist Nemo? Die Antwort wäre, was ist ein Clownfisch gewesen? Ein Clownfisch, Kevin. Ach so, ja.
Ich hab die Frage nicht verstanden. Ach man, ja. Also, ich bin so fucking dumb, Alter. Ach man. Social Media 300. Social Media 300. Diese audiobasierte Social Media App launcht 2020 und ermöglicht. Philo? Was ist Clubhouse? Das ist richtig. Yes, let's go. Das ist richtig. Und damit gehen 600 Punkte auf dein Konto. Du bist endlich im Plus. Das erste Mal, glaube ich. Hey. Geil. Als ob ich jetzt besser bin, Alter. Ach komm, leck mich. Ja. Nicht schlecht. Let's go. Screenshot ist das wichtig. So schnell kann es halt gehen bei doppelter Punktzahl. Immer, Bro. Das easy heißt, win. Ja, finde ich. 400. Wer bin ich? 400? Oh, oh, komm, lass snipen. Tanzender Undercover-Cop-Stripper. Oh, 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 oh. Magic Mike ist eine Rolle von ich ihm. Ich weiß, ach Mann. Ach. Der Name wäre, wer ist Channing Tatum gewesen? Channing Tatum. Channing Tatum, die Legende. Der ist so mittel. Der ist so mittel. Okay, den kennst du aber. Ja, wahrscheinlich. Den Namen habe ich nicht gemerkt. Oh, nee, also. Der war bei 21 Overcops dabei, wie es hieß. 21 Jump Street. Der dicke oder der? Overcops. Emote 500. Jetzt hab ich's gemacht. Okay, krass. Jetzt Emote hab ich's getan. Okay, krass. 500. Sorry, little Ben. Aber seid ihr wirklich ready für Emote 500, Leute? Nee. Omegalol? Oh mein Gott. Omegalol ist falsch? Oh mein Gott, es ist entweder yay oder nay. Es ist nicht yay oder nay. Nein? Okay, ich dachte schon, das wäre krank oh, gewesen. Oh, das wäre auch krass, dann ist ein Crunch. In diesem Falle wäre es Bible Thumb gewesen. Was? Das ist rund? Der Knecht ist so, der ist nicht, das ist, okay. Normalerweise ist der so breit. Ja, so ein bisschen oval. Ey, ich will jetzt, also, normalerweise ist es ja ein bisschen. Will ich jetzt nicht den machen, aber ist falsch halt. Ey, die Show kriegt jetzt einfach die Minuspunkte. So, Regie minus 500. Ja. Warte mal, krieg ich jetzt minus 1000? Oder sind wir dumm? Aber ich glaube auch, Bible Thumb war eigentlich stretched. Bro, habe ich jetzt 1600 Minuspunkte? Ja. Mhm. Das ist wirklich ganz schön schlecht. Ich dachte, das ist ein Murmel-Emoji. Digga. Sport 200. Ja. Sportlich versierte Freunde, ich lese euch die Frage vor. Mhm. In diesem Jahr gewann Deutschland zum vierten Mal die Fußball-Weltmeisterschaft. Kevin. 2016. Das ist leider falsch. Oh, Digga, was? Es wäre 2014 gewesen. Och, Mann, Fußball juckt. Aber wer weiß das schon? Ey, sag doch so, das ist mein Leben. Spaß. Aber damit gehen wir auf die minus 2000 zu. Das ist halt schon hart lang. Ich versuche die minus 10.000 zu knacken noch in dem Format. Ich sehe mich auf einem ganz entspannten Tier 300. Tier 300? Ja. Diese Tiere halten sich beim Schlafen aneinander fest, damit sie von der... Wie, du hast es falsch, dann bin ich enttäuscht. Otter. Ja, Mann. Das ja, stimmt. Was sind Otter? Ist die richtige Antwort. Weil das so süß ist. Das ist übel süß. Haben wir so ein Bild davon? Bitte. Kein Bild davon, oh, leider. Also, aber googelt es. Es ist so süß. Die sind so, schlafen, so auf dem Rücken sind die dann so. Und dann das ist so süß. Da will sie sich auseinandertreiben. Otter. Was ist dein Problem, Felix? Ekelhaft. Das ist echt sehr, sehr süß. Das stimmt. Das ist eine sehr süße Frage. Aber das heißt, 600 Punkte gehen auf dein Konto. Das ist auch sehr süß. Hey, das ist das Song, Digga. Das schmeckt. Und Kevin darf die nächste Frage sich aussuchen. Ey, yo. Ja, wann gibt's hier auf Spotify, Digga? Ich möchte ganz gerne. Social Media 500. Okay, Big traut sich. Ja, ich die muss Big Moves. Ja, ja. Diese Plattform sollte ursprünglich einen Dating-Fokus haben und eine Video-Dating-App. Was ist YouTube? Das stimmt. Mit dem Slogan Tune in Hook up werden. Das hätte ich nicht tune gewusst. In Hook up. Tune in Hook up. Es ist geil. Leider nicht, gut, dass nicht zur Dating-Plattform geworden. Sie hätten dann die Creator auf der Plattform geheißen. Bist du ein Tune in Hook upper? Ich bin ein Hooker. Ich bin ein Hooker. Ich bin ein Hooker. Ein Hooker. Ich bin ein Hooker. Ich bin ein Hooker Creator. Geil. Ich nehme Wer bin ich 100. Letzter überlebender Agent und Date-Doktor aus Bel Air. Kevin? Will Smith. Wer ist? Wer ist Will Smith ist richtig und damit gehen 200 Punkte auf den Konto. Ich habe nur Date-Doktor nicht gecheckt. Was ist Date-Doktor? Hitch der Date-Doktor. Ah, ja. Okay. Er würde gerne. Ein Freund. Freund 300. Was ist hier los? Woher die Freunde? Sorry. Guck mal, da bin ich doch bei Tiere auch der richtige. Okay. Wow. Stark. Wird einmal Tiere 400 einfach. Dieser kleine Laufvogel ist so beliebt in seinem Heimatland. Lese nicht weiter. Pinguin. Pinguin? Es wäre, was ist ein Kiwi gewesen? Ich bin übelst schlecht im Sport. Sport 500. Alright. Im Golf genutzter Begriff dafür, dass ein Golfer das Loch
Was ist Hole in One? Nein. Mann, Digga, was? Lies doch mal zu Ende, Kollege. Meinte. Oh, das ist ein Golfer, Pasch ist die richtige Antwort. Loch mit einem Schlag weniger als ein Paar erreicht. Oh, und es wäre ein Birdie gewesen. Birdie. Birdie. Ich hätte gerne Social Media 200, wenn ich das darf, ja? Social Media 200 darfst du genau. natürlich gerne vielen, nehmen. Das ist gar kein Problem. Und damit lese ich euch die Frage jetzt vor. Social Media 200. Dieser Messenger-Dienst wies jedem Nutzer eine einzigartige, mehrstellige Nummer zu. Was ist ICQ? Das stimmt. Und damit gehen 400 Punkte auf dein Konto. Let's go. Boah, finally. Hattest du ICQ Alter. Früher? Jeder hatte ICQ. Tiere 100. Der Code dieses Tieres ist würfelförmig. Was? Ach du heilige Mutter Maria. Es ist wohl Fibbo. Ein known fact. Das ist ein bisschen sassy. Das ist sassy. Würfelförmiger Code. Ey Mann, dein Shit ist echt sassy. Oh, that shit's sass. Alright, ich würde einen Countdown reinmachen. Ja, 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 ja. Ey, vielleicht Schnabeltier. Es ist der Wombat? Ein Wombat? Och, nicht ein Pokémon? Haben wir ein Bild von den... Wombats sind krank süß. Ist ein Wombat nicht ein Pokémon? Nein, es ist kein... Es ist ein Tier tatsächlich. Emote 300, bitte. Emote 300. Eingeloggt und... Jebaited. Das ist richtig. Was ist Jebaited? Wer es gewesen ist, ist Jebaited tatsächlich. Oh, das schmecken die Punkte. Sport 100. Da traue ich mich ran. Sport 100. Big Moves. Eine hauptsächlich im Winter ausgetragene Sportart. Bro, da gibt's so viele. Triathlon? Es ist, was ist Biathlon? Ach, scheiße. Junge. Ja, Junge, was soll ich das denn wissen? Was für Triathlon? Ach, stimmt. Voll das ist ja Opfer. Schwimmen, ne? Wer bin ich 500? Oh. Wer bin ich? 500. Alles klar. US-Präsidentin und französische Chefköchin trägt gerne Prada. Wer ist Meryl Streep? Das stimmt. What? Und damit gehen 1000 Punkte auf dein Konto, Nova. Let's go. Thank you. Was? Ich nehme nochmal Emotes 400. Gezeigt. Bro, das ist schwer. Bro, fuck, Alter. Ja, was könnte das für ein Gesicht sein? Wer hat die Emotes rausgesucht? Keine Ahnung, PPL? Es ist nicht PPL. Oh, die ist so. Den habe ich noch nie gesehen. Den, ja, auch nicht. Den gibt's bei mir nicht. Der heißt so Super Sad Pepe unterstrich White L Small V2. Die Double-Frage ist wahrscheinlich Sport 300, deswegen nehme ich die. Das ist leider nicht die Double-Double-Frage. Scheiße, dann bin ich gefickt. Aber es ist Sport 300. Der Auerbach-Sprung ist einer der vier Grundsprünge dieser Sportart. Was ist Turmspringen? Das ist richtig. Oh nein, ich dachte so Schlittschuhlaufen. Ich dachte Eis. Doch, ich nehme nochmal Tiere. Nochmal Tiere. Ich finde die toll. Dieses Tier ist für die meisten Menschentode im Jahr verantwortlich. Oh, ich weiß es. Oh mein Gott, nein. Die Würfelqualle. Ey, die ist, Würfelqualle. Es weiß bestimmt sowas wie Hunde. Es ist Wolf. Es ist nicht Wolf. Es ist Mücke. Ah. Es ist Moskito tatsächlich. Als ob. Weil die sehr viele Krankheiten übertragen. Da haben wir auch gedacht, ich habe an Insekten gedacht. Okay, aber Mücke wäre auch falsch. Es müsste Moskito sein. Oh, es müsste okay, okay. Ja, Social Media 400 bitte. Die Domian, oh mein Gott, ich möchte mich löschen. Domain. Oh Mann, okay. Die Domain-Abkürzung TV, bekannt von beliebten Seiten wie Twitch TV. Dieses... Ach du heilige Muttergill. Ah, woher kommt TV? Du kleine Fickerie. Transsilvanien, Digga. Transsilvanien, Digga. Danke für die 5 Vernichteten. Also ich will jetzt nicht sagen, Transsilvanien wurde eingeloggt gerade. Ja, aber dann, ja. Es wäre Tuvalu gewesen. Ja, ich habe sogar mal ein Video dazu gesehen von Simplicissimus. Fuck, jetzt bin ich quasi der letzte Überlebende, der jetzt was aussucht. Ne? Du suchst Überlebende. Jetzt was aus. Und die allerletzte Frage. Und ist sogar dann die Red Bull-Frage, ne? Genau, weil das ist krass. Ja die allerletzte Frage, die übrig geblieben ist. Ja, okay. Philo muss es falsch machen und dann werde ich noch Zweiter, ne? Nee. Doch. Ja, und wenn du es aber snipest, dann hast bin ich du Erster, gewonnen. Ja. Allgemein, wer sniped, hat gewonnen einfach. Ich glaube schon, ja. Das ist die Red Bull-Schätzfrage. Der Athlet Flo Neuschwander hat auf dem Laufband einen Weltrekord für 100 Kilometer aufgestellt. Wie lange hat er dafür gebraucht? Das ist eine Schätzfrage. Achso, müssen wir jetzt hier wiederholt haben. 100 Fuck. Kilometer auf einem Laufband. 100 Kilometer. Philo ist ready. Ja, ich glaube, ich habe es noch in Erinnerung. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich sehr viel mit Flo beschäftigt vor dem Wings for Life Run, den wir ja auch hatten. Ja. Vor dem Stream. Ja. Und der hat uns ja auch noch Tipps gegeben. Ja. Also wir haben ja vorher mit dem noch getalkt. Ja, wir durften ihn ja kennenlernen. Und da hat er ja gesagt, das war ja auch übelst der krasse Rekord. Ich habe diesen Livestream sogar gesehen, wo auf dem Laufband da ist. Ja. Ich weiß nur leider nicht mehr genau, wie lange er insgesamt gebraucht hat. Aber ich glaube. Okay, ich glaube, ich habe so versucht zu schätzen, wie schnell ich laufe. So, ja, guter Maßstab. Im Sportunterricht und habe ein bisschen mehr genommen. Ja.
Und es geht um wie viel Kilometer nochmal? Um 100. 100 Kilometer. Kilometer. 100 Kilometer. 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 100 Kilometer. 100 Kilometer. Maschallah, okay. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Boah, ich bin auch überlegen, ob ich nochmal changen soll. Das ist wirklich schwer. Ich hab da... Mann. Es ist auch eine schwere Frage und sie gibt auch sehr, sehr viele Punkte tatsächlich. Scheiße. Das heißt, wir drehen um in 3, 2, 1. Felix, was hast du? 11 Stunden? Ich habe 480 Minuten. Kevin... Okay. Das ist nicht und so. 8 Stunden. Das ist fast so viel. Warte mal, das ist genauso viel wie du, oder? Das sind auch 8 Stunden. Ja. Kevin, Digga? Genau dieselbe Antwort. Einfach in Minuten. Digga, also 11, Digga. Du hast ja 11, 11, 8 und 8, ja? Was machen wir denn jetzt bei 8? Dann? Die Antwort wäre 6 Stunden, 24 Minuten Nein. und 14 Sekunden gewesen. Ey, ich hatte vorher 420 da stehen und das wäre so krank nah gewesen. Fuck. 6 Stunden, ja, 24 Minuten. Jetzt haben wir hier ein Problem. Und 14 Stunden. Bin ich jetzt damit raus? Du bist leider komplett raus. Ich bin der komplette Loser heute. Aber damit heißt das, wir können eine Schnellfragerunde zwischen Felix und Kevin starten. Hm. Und eine Person von euch beiden muss dafür rausgehen, weil... Der eine darf es nicht hören. Schnick, schnack, schnuck. Ich würde es als erstes machen, weil ich muss unglaublich auf Toilette. Ja, okay. Soll ich mein Mikrofon ausmachen dafür, Regie? Ja, okay. Das war so richtig so, ja. Und wir haben a lot of Fragen und du darfst entweder antworten oder skippen. Okay. Aber skipp nicht zu oft, bitte. Okay, wenn ich eine Frage falsch beantworte, kriege ich Minuspunkte? Nein, du kriegst einfach den Punkt nicht. Ah, die Person, die meisten Fragen beantwortet, gewinnt. Okay. Es geht also nicht zwingend um die Schnelligkeit, sondern um die meisten Fragen, die du beantwortest. Das heißt, du würdest mir den Profi-Tipp geben, lieber beantworten und falsch, als zu skippen, wenn man theoretisch was weiß. Okay. Die erste Frage ist, in welcher Stadt wohnen Ernie und Bert? Sesamstraße. Das stimmt. Wer kriegt beim Lügen eine lange Nase? Pinocchio. Das stimmt. Was ist der 10. Monat im Jahr? Oktober. Das stimmt. In welcher italienischen Stadt steht ein berühmter Schieferturm? Pisa. Das stimmt. Wie heißen die Neffen von Donald Duck? Tick, Trick und Track. Das stimmt. Wie heißt das große Gebirge südlich von Deutschland? Skip. Wie viele Tage hat ein Schaltjahr? 4. Tage? Ach so. Aber Skip. Was ist eine Stute? Eine Stute? Ja. Ist ein Pferd. Ein Pferd. Ja, aber was? Ein weibliches Pferd? Das stimmt. Wer hat die Mona Lisa gemalt? Picasso? Nein. Für was steht die Abkürzung GmbH? Nächste, keine Ahnung. Welche Währung nutzt Deutschland vor dem Euro? Mark. Die Fragen wurden hoffentlich aus der Regie mitgezählt, die Felix richtig beantwortet worden. Es sind 7 Fragen. Ist das ein guter Schnitt? Ihr habt doch sicherlich geprobt und gecheckt. Ist das ein guter Schnitt? Digga, auf dem Klo stand die Luft, aber ist ein anderes Thema. Okay, Bro. Bist du ready für den Speedrun? Ich stelle dir jetzt Fragen. Du musst sie so schnell wie möglich beantworten. Du hast eine Minute Zeit, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Wenn ich sie falsch mache? Bist du ready? Ich muss nicht buzzern, oder? Du musst nicht buzzern, einfach nur beantworten, so schnell wie möglich. Okay. Okay, ready? Ja. In welcher Stadt wohnen Ernie und Bert? Keine Ahnung, Skip. Wer kriegt beim Lügen eine lange Nase? Pinocchio. Was ist der 10. Monat im Jahr? Oktober. In welcher italienischen Stadt steht ein berühmter Schieferturm? Rom. Wie heißen die Neffen von Tick... oh mein Gott, wie heißen die Neffen Trick, von... Trick, Track und Druck. Keine Ahnung, Skip. Wie heißt das große Gebirge südlich von Deutschland? Alpen. Wie viele Tage hat ein Schaltjahr? 366. Was ist eine Stute? Pferd. Wer hat die Mona Lisa gemalt? Picasso. Für was steht die Abkürzung GmbH? Gewerbe mit beschränkter Haftung. Welche Währung nutzt Deutschland vor dem Euro? Deutsche Mark. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? 16. In welcher Stadt leben die Simpsons? Springfield. Welcher Schriftsteller schrieb Faust eine Tragödie? Goethe. Wer schrieb die Harry Potter Bücher? J.K. Rowling. Welcher Physiker ist maßgeblich für die Relativitätstheorie bekannt? Einstein. Wie heißt der Hauptprotagonist von Marvel's The Avengers? War das gut? Wir haben ein paar falsche Fragen auf jeden Fall beantwortet bekommen. Das heißt 10 Fragen für Kevin. Und damit hat Kevin tatsächlich gewonnen. Oh! Gegen Felix mit 7 richtigen Fragen. NPC Felix. Super, schade. Aber hat das denn jetzt die Fragen gezählt, die richtig waren? Die richtig waren, safe, ja. Also bei Pferd war falsch. Warte mal, was? Schieferturm von Pisa? Ist Pisa die Antwort? Ja. Aber ist Pisa nicht ein Stadtteil von Rom oder so? What the fuck?
Ja, das wurde mir in Geografie so beigebracht, hat die Geografielehrerin gechoked, glaube ich. Wir haben einen offiziellen Sieger. Bro, also, wie konnte ich gewinnen, Alter? Holy shit, wie blöd seid ihr, Alter? Der Show. Bro, an welcher Frage habe ich mich so lange aufgehangen? Du hast doch über Mona Lisa nachgedacht. Ah, true. Hast Picasso gesagt. Wer ist denn das? Picasso ist nicht, aber... Leonardo da Vinci. Ja, da Vinci. Ja, Bro. Da Vinci, Freunde. Malinci. Der Bastard, ey. Okay. Was ist das für ein Ding, Da Vinci, aber? Der Wichser, Alter. Doch Picasso, heißt doch einfach Picasso. Bro. Ist so, Digga, Picasso, Giovanni oder wie sie heißen, Alter. Wie sie alle heißen, die Maler. Danke, dass ihr dabei wart, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und du kriegst noch ein paar Pokal zugeschickt oder so, Kevin, ganz sicher. Wirklich? Ja, ich bastel den. Das wird nie passieren. Ich bastel den, naja, ganz dann. Persönlich. Der wird wunderschön. Big Claps okay, an den Gewinner. Danke, dass ihr dabei wart. Big Song, Paper, Please. Props. Und bis nächsten Donnerstag, Freunde. Hade, ciao, ciao. 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 Ciao.